Hallo und herzlich willkommen hier auf unseren Kanälen. Endlich mal wieder im Jahre 2023, im neuen Jahr. Fast 6 Monate ist es her, wo ich mein letztes Video hochgeladen habe. Ich weiß nicht, wie es beim Chrissy Gaming ist. Na, vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen ist auf jeden Fall ein bisschen aktiver gewesen. Ja, endlich neues Projekt. Ja, und vor allem richtig geiles Projekt. Und zwar ein neues RP-Projekt. Ich habe zwar den Namen schon wieder vergessen, aber ich kann aber kurz erklären, was denn hier so geschehen ist. Und zwar ist es so, wir beiden sind, also hier der Dominik Vögel heißt der, Vogel, ist mein bester Kumpel, schon seitdem wir in die Windeln scheißen, weil unsere Eltern wohnen nebeneinander. Wir sind jetzt vor ein paar Wochen frische 18 geworden. Und ja, wir haben eigentlich nur Scheiße gebaut, oder? Dominik? Ich weiß nicht, wie du es da ausdrücken willst, aber... Ich habe auch schon wunderschwer Scheiße gemacht. Ja, ja. Und ja, unsere Eltern haben gesagt, so, es ist Schluss mit lustig und haben uns hier ins Dorf geschickt, weil wir unseren Opa besuchen wollen. Oder er sagt, zu unseren Opa jetzt gehen sollen. Und ja, mal gucken, wie das jetzt hier so ist. Jo, fix. Oder? Weil ja, die haben auch gesagt, unser Opa hat irgend so einen Hof oder so. War das bei dir auch so? Ich habe das mir so gesagt bekommen. Ja, haben sie mir ja gesagt. Ja, dann. Ja, dann würde ich mal sagen, legen wir mal los, oder? Also das ist zumindest die Geschichte. Mal gucken, wie es weitergeht. Endlich mal wieder ein RP-Projekt, endlich mal wieder ein bisschen Material für den Kanal. Und dann würden wir sagen, geht's los, ha? So. Dominik. Wo sind wir hier schon wieder gelandet, jetzt mal ganz ehrlich? War es denn irgendwo doch beim Händler, soll mal los sein oder so irgendwo? Keine Ahnung. Also ich muss dir mal ganz ehrlich sagen, Junge, wir sind ja schon überall gewesen, sonst wo. Aber da war ich noch wo wir früher Scheiße gemacht haben, aber was ist das hier für eine Kackbude, ehrlich. Guck dir die Scheiße doch mal an. Aber egal. Hier sind wir hier hin und her gelaufen. Da hinten war der Taxiplatz, wo der uns hingeschickt hat. Und hier sind wir halt hingelaufen. Aber ich würde mal sagen... Fragen wir mal den Kollegen doch, oder wer du siehst, kennst du den? Ja, babe, nee, gewiss nicht. Das ist wahrscheinlich irgend so ein komischer Einwohner. Lass mal hier runtergehen. Ja, Entschuldigung. Jawohl. Entschuldigung. Hallo? Ja. Ach, hallo, wir... Sie standen hier so schön. Wir wollen uns mal gerne vorstellen. Okay. Ich bin nämlich der Julian Seidebach und das ist mein guter Freund, der Dominik. Okay. Wer sind Sie denn? Ich bin hier der Felix Müller. Okay. Sind Sie neu hier in der Stadt oder sind Sie schon länger hier? Ja, ich bin neu. Okay. Kamen Sie auch gerade? Waren Sie eigentlich vorhin der aus dem Bus da mit dieser lauten Musik durchgelaufen ist? Ja, das war ich. Den hast du doch auch gesehen. Ja, das war der Narische, genau. Hier mit seiner fetten GBL-Box. Also ich muss ja schon sagen, du hast auch schon echte, ja, die Klöten dafür, dass du hier einfach mit der GBL-Box die ganze Zeit durchläufst, irgendwelche Kracker machst. Ja, was hast du denn hier vor, wenn du hier schon mit der dicken Stiefel rumläufst? Ja, ich will Hühner betreiben. Du willst Hühner betreiben? Ja. Eigenen Hof, hast du es gehört, Dominik? Ja. Ja, ist schon krass. Ja, auf was wartest du uns hier? Ich warte auf den Bürgermeister, den habe ich eben erst angerufen. Okay. Kommt der jetzt gleich hier hoch oder was? Ja, der kommt mit seinem Dienstauto, kommt der gleich. Okay. Wo ist denn das Büro von dem? Das kann ich euch zeigen. Okay, zeig mal. Das wär's ja nicht. Dann sprich mir doch gleich mal den Bürgermeister an. Hier. Sorry Leute, wegen den Lecks, das wird noch behoben. Das ist aktuell echt schlimm. Das liegt aber an den ganzen Bäumen hier drauf. Aber jetzt geht's. Also es ist an manchen Stellen halt. Ja. Also wo ist das? Hier. Oh, so ist hier sind seine Sekretärin auch. Wer ist denn das? Oh, Chica. Wie bitte? Dominik! Fass dich! hallo? Ja, ich wollte mich nochmal entschuldigen für meinen Kollegen, das war ja zu gemein.
Ich habe gehört, Sie sind die Sekretärin von dem Bürgermeister hier. Ich merke schon, Sie... Wie bitte? Ich merke schon, Sie sind jetzt so gesprächig. Wann wäre der denn hier? Ich merke schon, Sie haben viel zu tun. Ich lasse Sie mal in Ruhe, okay? Herr Dominik. Jetzt hast du die Böse gemacht, jetzt redet die gar nicht mehr. Ja, komm, werd schon wieder. Bring ja ein Flaschen Rotwein und passt schon wieder. Ja. Ich merke schon. Hey, dann warten wir mal hier auf den Bürgermeister. Soll ich die mal anklingeln? Ja. Boah, guck mal. Ja, warte mal kurz. Dominik, hier gibt's Bonbons. Warte mal kurz, ich klingel den mal kurz an. Wie heißen Sie denn, bitteschön? Ulrike. Ah, okay, Ulrike, können wir uns einen Bonbon nehmen? Ja klar, okay, danke. Ja? Schmeckt aber gut, muss ich sagen. Schmeckt schon gut, hä? Oder Dominik? Ja. Schmeckt auf jeden Fall. Mann. Der Julian, der Frauenversteher. Hier, guck dir mal die Bilder hier an, ey. So sieht das also aus hier, oder was? Okay. Sieht ja nicht schlecht aus, hä? Ja. Aber das soll doch das Büro von Bürgermeister sein? Das schaut eh aus, als wie Obstschulkammerle, oder? Hey? Ich schaue nicht so aus, wenn ich hier. Ja, weiß ich nicht, vielleicht ist er nebenbei noch irgendwie Mechaniker oder so, keine Ahnung. Aber der Big Butter vorne auf der Wand, der gefällt mir schon mehr. Ja? Ich hab hier. Siehst du den Traktor da oben? Den alten? Ja. Weißt du noch, wer den hatte? Das war doch der alle Dieter, der hatte bei uns im Dorf. Der eine, der wahrscheinlich die Scheiße morgens um 6 Uhr gefahren hat. Ja. Herr Julian, Salpen. Was? Was? Seine Bacher und Dominik Vogel, kommst mal bitte. Ja, was ich ist hab denn? Den Bürgermeister gerade angerufen. Dem seine Sekretärin weiß Bescheid. Der ist gerade noch ein Fahrzeug am Kaufen. Ach, der ist auch am Kaufen. Okay. Und dem seine Sekretärin müssen anscheinend Bescheid. Ja, Ulrike, ich hab dich ja gefragt, aber du hast keine Ahnung. Ja, dann, was hat er gesagt, wie lange braucht er denn? Oh, Zeit hat er nicht angegeben, er hat nur gesagt, dass er im Auto kaufen ist, dass er gerade nicht kommen kann. Hey. Ja, Julian, sonst schauen wir uns da ein bisschen um. Draußen würde ich dabei sagen, bis der Kollege kommt oder der Bürgermeister. Oh. Es ist ein bisschen ruckelig. Mach mal deine Schaubücher da weg. Alter, ist so leckt. Standbild. Also wie gesagt, Jungs, mal kurz außerhalb des RWs. Es ist ja wirklich, wie gesagt, es ist halt innerhalb von diesem Stadtkreise. Aber hier, jetzt aber bei Julian, guck mal. Ich sag schon Julian, ey, ich heiße auch selber. Ey, hau mir mal auf, ey. Der Abend gestern war schon wild. Ey, Dominik. Dominik, jo, der Dominik ist da. Schatting. Mal her. Komm, lass einmal da die Kisten mitnehmen. Was haben die denn hier? Import, Export. Nein, da können wir doch nicht machen. Was hier? Es leckt. Reisim. Okay. Es rattert den Karton, dong. Ah! Hier, guck mal! Das sind auch deine Cornflakes, deine Lieblingscornflakes. Die Happy Hops. Geil. Egal. Es rattert die Happy Hops, Happy Hops, weißt du. Digga. Yeah. Wir haben jetzt mal einen Blick hier auf die Straße gesehen. Ja. Adrian Seidebacher. Da kommt ein Auto angefahren. Auf den Kollegen. Dominik! Auf den Kollegen. Das wird mich versuchen. Der nimmt das immer ist, das ist der Bürgermeister. Oh, Maria. Was? Hier. Ach, da kommt er doch hier. Ja, hier in seinem Audi. Kollege. Ach. Oh, Kollege Audi-Fahrer, ja, dann wird's gefährlich. Von dem musst du keine Angst haben. Der ist ab und zu mal ein bisschen schnell, aber. Hauptsache fett schnell. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Ach, Grüß Gott. Genau. Aha. Sie sind also der Bürgermeister, oder was? Ja. Grüß Gott. Ja, ich hatte gerade einen Termin beim Fahrzeug. Das ist mir ein Angebot.
Okay. Aber meine Sekretärin war hier, hat ja, hier die Ulrike heißt die doch nicht. Genau, hat sie wenigstens noch Wasser angeboten. Ja, die ist also nicht so gesprungen, hab ich mitbekommen. Ja, das also, wenigstens mal ein paar Bonbons angeboten habe ich bekommen. Kaffee habe ich auch nicht bekommen, also das ist ja. Ja, aber ich wollte ja jetzt so sein. Aber hier, ich rede hier voll herum. Wer sind Sie denn? Also, könnte man vielleicht den Namen mal wissen? Also, ja, also wir wissen ich ja. Ich bin der Herr Haft, Ernst Haft. Herr Haft. Genau, und ich bin der Bürgermeister hier. Wie heißt denn das schöne Städtchen überhaupt hier? Niemandsland. Das ist Niemandsland? Genau. Okay, dafür ja, sind aber ganz schön viele Leute. Machen sich immer sehr viele drüber lustig, aber. Lassen Sie sich von unserer Stadt einfach zu. Boah, werde ich mich mal lassen. Ich werde mal gucken. Ich habe zwar bis jetzt nur hier Ihre. Ich weiß nicht, ist das Ihr Büro hier oben? Oder nebenbei auch noch eine Werkstatt? Provisorisch, ja. Also, ja, provisorisch. Wir haben jetzt ja die. Jetzt ja das Gemeindehaus umgebaut, weil war eigentlich zu groß. Ist jetzt eine Fahrzeughalle mit reingebaut mit Feuerwehr, Rettungsdienst. Da war dann aber für mich, für mein Büro leider kein Platz mehr. Wie gut ist das wirklich? Dementsprechend bin ich jetzt hier in den Glaskasten hier erstmal umgezogen. mein Büro ist da quasi hinter, aber eigentlich ist hier auch noch ja, zu viel Platz. Ja. Ey, dumme Glas, die Blumen in Ruhe. Genau. Ja. Was führt sie denn zu uns? Also. Wir wurden von unseren, also wir sind vor 3 Tagen, ich und der Dominik, wir sind rein zufällig an dem gleichen Tag geboren, frische 18 geworden. Okay. Ja, das Problem war halt, wir bauen halt gerne Scheiße. Also wir machen gerne Mist, ja. Also ist kein Ernsten, aber. Solange nicht in meiner Stadt, ist ja alles gut. Ja, Sie kennen es ja, ein bisschen Späßchen. Früher waren wir auch mal jung, weißt du ja. Ach klar. Ja. Kennen Sie ja wahrscheinlich und. Ja, das ging, wir haben es auf die Spitze getrieben und dementsprechend haben unsere Eltern uns jetzt hier hingeschickt, weil anscheinend uns so zwei. Ja, ein bisschen auf eigenen Beinen stehen, ja, ne, finde ich. Ja, die haben uns hier zu unseren Opa geschickt. Also, es war bei mir der Herbert Seidebacher und beim Dominik. Wie hieß nochmal dein Opa? Boah, ich weiß nur sein Nachnamen. Ja, wo hieß er nicht irgendwie Robert oder so? Hubert Vogel? Ja, das kann sein. Die zwei haben auf jeden Fall hier, leben die anscheinend hier. Und da sollten wir vorbeigucken. Okay, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, kenne ich nicht. Sagt mir auch nichts. Es gibt wohl einen Herrn Chris Huber, ja, der wird dem Hubert ein bisschen nahe kommen, aber Herrn gibt es ja eigentlich. Also könnte ich Ihnen jetzt keine Auskunft geben, wo Sie hin müssten. Okay. Aber, ja. Ja, die sind auch schon länger hier, weiß ich ja nicht. Kann sein, dass sie, keine Ahnung. Ich weiß ja, wie lange sie schon hier im Amt sind. Nee, noch nicht so lange. Alles gut. Ach so, na gut, dann kann das sein, ja. Ja. Wer steht denn hier hinter mir? Ach, ja, wir hatten ja gerade schon die Ehre. Hallo, Herr Huber. Das ist übrigens der Herr Huber. Ach, hallo. Schön, Sie kennenzulernen. Sie sind also der Herr Hubert, oder was? Hubert. Ach so, Hubert. Also Huber eigentlich, ja. Okay. Was, ich habe jetzt schon ein paar Leute kennengelernt. Was machen Sie hier in der Stadt, wenn ich fragen darf? Also ich bin der Speditionsleiter. Ah, cool. Okay. Und hab Polizei. Also bin nebenbei noch Polizei. Ach, Sie sind in der. Als Polizist tätig. Ja. Nebenbei. Okay. Ja, dann, kennen Sie rein zufällig, das kannte jetzt der Bürgermeister, der ist anscheinend heute so lange im Amt. Kennen Sie einen gewissen Hubert Vögele und Scheiße, hab den Namen vergessen. Jürgen Seidebacher? Ja, die sagen mir was, ja. Ja, das sind nämlich unsere zwei Opas. Die suchen nämlich hier. Die sind vor 2 Jahren, glaube ich, verstorben. Oh, okay. Okay. Weil wir sind jetzt frische 18 geworden. Weil, oh, haben wir überhaupt uns schon vorgestellt, Dominik? Ja, doch, ne? Oder?
Nur im Bürgermeister, aber in Herrn Huber noch nicht. Achso, ja, Entschuldigung, das ist sehr unhöflich. Ich bin der Julian Zeidebauer und das hier drüben ist der Dominik Vogele. Ja, weil wir sind jetzt frische 80 geworden, wurden leider von rausgeschmissen, weil wir zu viel Scheiße gebaut haben und sollten hier eigentlich zu unseren Opas gehen. Aber wenn die verstorben sind... Ja, schade. Gut, ja. Aber wie es weitergeht, Herr Kollege? Genau, das seht ihr in der nächsten Folge. Okay. Das war's damit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Und schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.